Mal, das ist eine Wohnanlage und da steht eine Felsenbirne auf Pflanzenvielfalt nicht. Da wäre die gewöhnliche Felsenbirne in Präsentation, aber es gibt natürlich mehr. Bei der weiß ich war nämlich da, auch wie die Blütezeit gerade war, dass es die ährige Felsenbirne ist. Die hat vom Blütenstand, und man sieht das jetzt dann ein bisschen, wie der Früchtestand aufgebaut ist, die hat so richtig in Ähren stehende Blüten. Also seht ihr so lang, und dann überall da, wo jetzt der Frucht hängt, war einfach dann eine Blüte dran. Lange Rede, kurzer Sinn, Felsenbirne hat wirklich leckere Früchte, egal welche das du erwischt. Also die werden bei uns ganz oft im Berg Parks aus Tiergehölz anbaut. Eben gerade die ährige, weil es so schöne Blüten hat, dann gibt es da aber heißt die kupferrote oder kupferne Felsenbirne, weil es so schön rote Blätter macht. Ihr könnt all diese Früchte essen. Was man aufpassen muss, wenn man die Kinder zum Essen gibt, es sollen die Kerne unzerkaut bleiben. Also da ist, wie so oft es einfach ist, aber Apfelkernen und Co. Ein Stoff drinnen, wahrscheinlich ist irgendeine Blausäuregeschichte. Das weiß ich jetzt gar nicht, die was für uns nicht verträglich ist oder eben über längeren Zeitraum oder in größeren Mengen aufgenommen nichts ist. Aber das sollte euch eigentlich nicht das Fürchten machen, sondern wenn es jetzt Felsenbirne 16 ist, jetzt Mai, Ende Mai, dann traut euch, dass sie kostet. Es ist jetzt da nichts anderes, es ist ja keine einzige Frucht, die was jetzt reif ist, außer Kirschen, wo euch was passieren konnte. Also traut euch, könnt ihr davon ausgehen, ist Felsenbirne. Und das kann so ein großer Strauch da sein, das können kleinere Hecken sein. Schaut euch das an, ja, und traut euch, und ich wünsche Mahlzeit, weil die wirklich lecker sind.